einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Das Motto des Protests war: Der Samstag gehört mir. Früh am Morgen versammelten sich Mitarbeiter der Bausparkasse vor ihrem Unternehmen in Schwäbisch Hall und mischten sich unter das rund 700-köpfige streikende Verdi-Volk. Mit Schildern, Fahnen, Trillerpfeifen und Klatschhänden ging der Demonstrationszug durch die Stadt bis hin zum Streiklokal. Gestreikt wird in der aktuellen Tarifrunde für private und öffentliche Banken. Ja, die Forderungen in der Tarifrunde sind 100 Euro plus 3,5%, für die Auszubildenden 30 Euro plus ebenfalls 3,5%. Und wir möchten natürlich eine Verlängerung des Vorruhestandes. Und die Arbeitgeber haben den Samstag ins Spiel gebracht, den wollen wir natürlich nicht. Die Arbeitgeber der Bank würden lediglich ein höheres Gehaltsangebot unterbreiten, wenn die Angestellten auch regelmäßige Samstagsarbeit akzeptieren. Den Mitarbeitern ist es aber wichtig, an Samstagen nicht zu arbeiten. Der heutige Protest sollte ein deutliches Signal dafür sein. Man gehe von einem entsprechend besseren Angebot der Arbeitgeber in der nächsten Verhandlungsrunde aus. Ansonsten werde wieder protestiert. So ist es. Wir werden wieder streiken und vielleicht dann auch mal nicht nur einen Tag, sondern vielleicht dann auch mal zwei Tage. Wir werden den Druck weiter erhöhen, bis dass wir unsere Ziele erreicht haben. Auch die Banker sollen einen arbeitsfreien Samstag haben. Die Arbeit in der Bausparkasse wird immer mehr verdichtet und so wird viel Arbeit auf wenige Mitarbeiter verteilt. Es entsteht ein massiver Druck auf die Mitarbeiter. Daher brauchen sie den Samstag, um sich zu erholen und neue Kraft für die nächste Woche zu tanken. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 30. Juni in Wiesbaden statt.